Und dann sind wir zurück hier bei Shadow of the Tomb Raider. Ja, eine kleine Pause war jetzt wieder, aber jetzt geht's endlich weiter. Wir haben im letzten Part eine Krypta erforscht, die Wölfe uns mal angeguckt. Ich habe auf dem Rückweg tatsächlich auch noch ein Wolfsfell gefunden, was wir übersehen hatten, beziehungsweise... Ja, irgendwie kam das Symbol für Häuten sozusagen nicht. Also wir haben jetzt im Grunde zweimal die wertvolle... Ressource vom Wolf bekommen, sozusagen. Da können wir uns auf jeden Fall dann nochmal angucken, ob wir da vielleicht sogar jetzt schon ein neues Outfit mitmachen können. Ich laufe jetzt erstmal wieder zurück zum Lagerfeuer, was jetzt hier irgendwo sein müsste. Da hinten, genau. Und dann werden wir erstmal mit der Hauptstory wieder ein bisschen weitermachen. So. Schauen wir doch mal. Also, Inventar haben wir tatsächlich was Neues. Können wir irgendwo hier upgraden? Nee, okay. Was haben wir denn Neues? Hatten wir hier irgendwas noch dazu bekommen? Ja, den Dietrich halt natürlich, klar. Aber das hatten wir uns, glaube ich, eigentlich schon angeguckt. Naja, ist ja auch erstmal egal. So, was haben wir denn Schönes? Aha. Wie war denn das jetzt eigentlich? Wo konnte man das denn nochmal herstellen? Wie viele Fähigkeitenpunkte haben wir gerade? Ein, okay, da können wir erstmal nichts machen. Okay, gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie man jetzt aus dem Fell Outfits machen konnte. Ging das nicht hier sozusagen am Lagerfeuer? Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so richtig sicher. Aber das kriegen wir schon noch im Zweifel irgendwie raus. Oder vielleicht wisst ihr das ja. So, okay, dann schauen wir doch mal. Also wir könnten jetzt natürlich hier die Nebenquest noch machen. Sind wir jetzt natürlich mehr oder weniger in der Nähe, ne? Wir könnten zumindest mal mit dem Kabil sprechen. Ich glaube, das werden wir auch einfach mal machen. Ansonsten wollte ich jetzt eigentlich die Hauptstory ein bisschen weitermachen. Aber wenn wir jetzt hier schon mal in der Nähe sind, was soll's. Ah, ja, aber sogar noch was zu mitnehmen. Oh nein! Die Ichik. Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Ah, ich weiß nicht, ich muss jetzt wirklich nochmal sagen, also ich finde es wirklich nicht cool, dass die sich bei den Charaktermodellen so wenig Mühe gegeben haben, da doch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also die sehen ja wirklich alle gleich aus, ne? Also, ich erwarte ja nur nicht, dass jeder wirklich immer anders aussieht. Ich meine, beim Witcher zum Beispiel, da hat man mit der Zeit auch gemerkt, dass sich doch die Modelle wiederholt haben. Aber das ist ja hier nochmal eine ganz andere Liga. Und das finde ich für einen AAA-Titel schon recht schwach, muss ich wirklich sagen. So, aber ich habe jetzt tatsächlich gar keine Lust, die Nebenquest... Ah, wobei doch, ist immer noch in der Nähe. Ah, na so lange... Ach, Mann, ich weiß nicht so richtig. Ja, komm. Was soll's. So, was treibst du hier rum? Wir brauchen Kräuter. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Okay. Wer war sie jetzt eigentlich? Also woher wusste die das jetzt? Ja gut. Quali finden, dann machen wir das mal. Oh, guck mal hier. Oben haben wir noch einen Monolithen. Den haben wir noch gar nicht erforscht. Sehr gut. Na, sind wir sogar bald durch mit Mom. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein.
Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Schutz für die Schlange, okay. So, jetzt müssen wir hier noch weiter hoch. Was hat er uns hier eigentlich zu sagen? Haben wir mit ihm schon gesprochen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es kann kein Alux sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Hä? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Ach so, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Alles klar, das hatten wir schon. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn das jetzt hier? Oh, wie das Symbol jetzt einfach mal weg ist, okay. In einer Zelle. Ne, jetzt ist die Frage, ne? Kann natürlich sein, dass es tatsächlich hier ist. Aber scheinbar nicht. Also ich sag mal, würde natürlich Sinn machen, eine Zelle, dass das hier so ein bisschen natürlich auch verborgen ist. Aber leider scheint dem nicht so. Aber wenn es um eine Strafe und so geht, vielleicht wollen sie auch erst recht dann ein bisschen öffentlich machen. So, wir müssen noch weiter hoch. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach. Dieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Bitte. So, jetzt haben wir doch. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Mit Jomil sprechen. Okay. Oh, scheint auch in der Nähe zu sein. Los, jetzt triff es. Daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jomil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Jimai hat's gesehen. Jimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Das Messer beschaffen. Oh, eine ziemlich verschachtelte Quest auf jeden Fall. Oh, und dann gehen wir doch mal hier rauf. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier eine große Herausforderung darstellt. Und wieder zurück. Und das Kind sieht sogar anders aus. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling! Du wirst als Sklave enden! Spüre meine Klinge! Ja, und Lamaköttel sind köstlich! Lauf, lauf! Eine richtig kleine Bande hier, ey. Aber gut, die ist auf unserer Seite und hilft uns jetzt. Und somit können wir Kuali befreien. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite es... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter?
Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Vor allem krass zum Tode verurteilt gleich, ey. Heftig, heftig. Naja, hier weht noch ein anderer Wind. Zu Kabil zurückkehren. Mann, Mann, Mann. So, wo war denn der jetzt noch gleich? Ach, da. Okay, alles klar. Sehr gut. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. So, und wieder einer Clan-Familie hier geholfen. Das Horn zu Uchu in Unuratus Versteck bringen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil... Ach so, hier oben ist das. Ah, stimmt, da haben wir ja sogar ein Basislager. Boah, stimmt, das war ja relativ weit oben. Ah, mich nervt das halt nur, das ist echt immer eine ziemlich lange Ladezeit. Aber das werden wir jetzt noch abschließen, was soll's. Wäre jetzt ja Quatsch, das nicht zu tun. Und dann machen wir wirklich erstmal Hauptquest weiter. Dann werde ich mich jetzt mal teleportieren. So, schnell Reise. Wir wollen hier hoch zu Unoratus zu Hause. Alright. Ja, Unoratus ist ja jetzt immer noch gefangen. Die haben wir mehr oder weniger, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, freiwillig gehen lassen. Also sie wollte ja scheinbar auch irgendwie so, aber zumindest konnten wir den Sohn befreien. Na, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Lage denn hier zuspitzt. Die Schatulle war ja nicht an ihrem Platz sozusagen. Naja, da können wir uns ja schon ziemlich sicher sein, wer die hat. Und vor allem, wie sieht es mit den weiteren Katastrophen aus? Ja? Bis jetzt hatten wir nur den Tsunami und den Sturm, will ich meinen. Dann haben wir noch ein Erdbeben. Ich glaube, noch ein Vulkanausbruch. Also da geht, glaube ich, schon noch mal der Punk ein bisschen ab. Boah, ist echt krass, wie lang die Ladezeit ist, ey. La 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 la. Na komm schon. So, endlich. Juti, genau, wir wollen jetzt erstmal die Nebenquest abschließen. Wo ist er denn jetzt? Hä, müsste der nicht hier irgendwo sein? Oh, und hier haben wir sogar noch ein Dokument. Tagebuchseite, Tagebuch des T. Serrano 3. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Oh ja. Naja, das klingt alles nur so halb gesund, muss man schon irgendwie so sagen. Ja, wo ist denn der jetzt hier, der Motherfucker? Hä? Das ist doch jetzt hier schon wieder Scheißendreck. Wo hat der sich denn jetzt hier versteckt?
Hä? Ja, jetzt ist das Zeichen wieder da oben. Grafik irgendwie nicht. Ja gut, das ist die Hauptdings, ne? Tja, verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Wo ist eigentlich Jonah gerade? Der war doch auch noch hier, oder? Das ist vielleicht jetzt aber auch wegen der Hauptquest gerade so, dass die jetzt vielleicht an einer Stelle sind, wo der jetzt hier eben einfach nicht ist. Ne? Weil er jetzt vielleicht dabei Unoratus Versteck irgendwie chillt. Ach, naja gut, hilft jetzt nichts, ne? Also. Ja, der steht eigentlich hier, ne? Aber macht er jetzt irgendwie gerade nicht. Gut, na dann ist das halt so. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Hauptquest. So, einfach mal geradeaus. So, müssen wir jetzt hier mit irgendjemandem reden? Ey, was ist denn hier gerade los? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Strange. Also irgendwie, irgendwas haut hier gerade nicht hin. Aber gut, mal gucken. Ich will jetzt erstmal noch nicht den Teufel an die Wand malen. Dann können wir noch was einsammeln zumindest. Ja, weiß ich auch gerade nicht. Das ist ja irgendwie strange gerade, ne? Geht denn hier noch so ab? Wir waren ja hier auch, glaube ich, noch gar nicht. Ah, cool. Hier können wir sogar noch den optionalen Weg nehmen, beziehungsweise ein Haus betreten hier. Oh, cool. Sehr schön. Und somit haben wir Quechua voll. Konservierte Lebensmittel. Nice. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Fleisch und Kartoffeln, naja, so köstlich sieht das gar nicht aus. Ich meine, ich habe nichts gegen Kartoffeln und auch nichts gegen Fleisch, aber das sieht doch ein bisschen sehr, naja, roh aus irgendwie, ne? Da fehlt doch irgendwie eine schöne Soße oder so. Aber gut, scheint ja auch in irgendeiner Form konserviert zu sein. Alte Dialekte verbessert, kann jetzt fortgeschrittene Quechua-Monolithen entziffern. Sehr schön. Und ein Fähigkeitenpunkt. Na, das lohnt sich doch hier auf jeden Fall. Cool. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ist immer noch ein Schlosssymbol davor. Bei den ganzen Monolithen hier. Aber na gut. Trotzdem cool erstmal. Frag mich jetzt halt eben nur wirklich, was wir jetzt hier machen sollen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und meine Ernte. Ja gut, ist mir jetzt erstmal egal. Aber ich vermute mal, die meinen hier bitte. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unoratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Okay, sehr schön. Dann haben wir das zumindest jetzt erstmal hauptstorytechnisch. Aber hier das haben wir scheinbar großartig. Den Schatz, den der Monolith hier erwähnt hat. Monolithenschatz gefunden. Sehr schön. Was bringt uns der jetzt eigentlich? Naja, wie dem auch sei. Gut. Wir müssen jetzt erstmal diese Höhle finden. Aber ist schon krass, ne? Also das Spiel hat schon eine komplett andere Stimmung als der Vorgänger noch. Der ja immer eher so in winterlichen Gegenden war. So, was war hier noch? Ah, haben wir alles voll. So, wo ist denn jetzt diese
Höhle. Boah, hier können wir uns abseilen tatsächlich. Die Frage ist nur, wollen wir das dann? Nee, ich glaube mal nicht. Da sind wir dann zu weit unten, glaube ich. Wo ist denn jetzt diese Höhle? Ah, okay, wir scheinen jetzt erstmal ganz... Ah, hier, okay. Das sieht gut aus. Okay, jetzt haben sie sich hier irgendwo versteckt oder was? Na, mal sehen. Vielleicht können sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Onuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Funktionieren. Ätzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Schlangenwache, gepanzerte Tunika und Kopfschmuck getragen von den Elite-Soldaten des Kults. Geil, jetzt haben wir auch ein neues Outfit hier. Ätzli im oberen Paititi treffen. Die Rebellion lebt. Ja, wir haben jetzt scheinbar eine crazy Mission vor uns. Das sieht natürlich schon ein bisschen witzig aus, aber... ja, scheint uns... auf jeden Fall... neuen Schutz zu geben. Na, mal sehen. So, können wir jetzt hier vielleicht die Nebenquest noch beenden? Das wäre natürlich nice. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. 4 gefangene Rebellen losbinden, okay. Und der hustet dann wieder Blut. Okay, krass. Ja, ich würde jetzt natürlich noch irgendwie gerne die Nebenquest abschließen. Können wir aber, glaube ich, leider nicht. Ah, man. Blöd. Oder doch, vielleicht da vorne. Und ein neues Basislager sogar entdeckt. So, jetzt aber mal gucken. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah... Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters.
Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manco wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Okay. Die Quest ist sozusagen noch nicht beendet, aber das soll uns jetzt erstmal noch egal sein. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Ja, jeder mag Sieger. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Was für ein Chaos. Ja, ist tatsächlich ein Chaos. Oh, wir können hier sogar schon wieder upgraden. Aber ich will jetzt mal gucken, ob wir hier bei der Schrotflinte vielleicht was machen können. Ja, können wir. Präzision. Ach, schade. Feuerrate wäre natürlich auch geil gewesen. Oh, die sieht auch ganz schmofft aus. Nice. Platin Edition. Okay, das wart leider erstmal. Alright. Mankos Stiefel. Oh, können wir sogar herstellen, okay. Zack. Raubtiere brauchen länger, um Lara zu entdecken. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Boah, ist gar nicht so schlecht. Aber das hatten wir jetzt hier eigentlich auch. Aber wir müssen ja sowieso jetzt erstmal wieder die Schlangenwache nehmen. So, zack. Aber ist erstmal schon mal gut zu wissen. Das passt doch. Dann konnten wir jetzt mit diesem Wolfspelz tatsächlich weit anfangen. Sehr schön. Gut, dann gucken wir jetzt noch, was wir für Fähigkeiten, oder was wir für eine Fähigkeit besser gesagt. Oh, wir haben 3 Fähigkeitenpunkte sogar. Das ist natürlich nice. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir vielleicht eine Fähigkeit erlernen, die auch 3 braucht. Hier zum Beispiel. Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großen Kapazität. Mit großer Kapazität bei Händlern frei. Ah, da müssen wir eigentlich auch nochmal gucken. Chancen, seltene Tiere zu finden, ja. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Stellen Sie Giftgranaten her, töten Sie Feinde und vernebeln Sie das Sichtfeld. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, komm, das machen wir einfach mal, weil wir jetzt gerade 3 Fähigkeitenpunkte haben. Gift der Viper. Wählen Sie mit das Gewehr aus. Halten Sie R1, um Giftgranaten herzustellen. Benötigt Schwarzpulver und Toxin. Tötet nahe Feinde und vernebelt die Sicht. Okay, aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch ein Gewehr, oder? Gut, dann haben wir das auch erstmal. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle passt das auch erstmal für heute. Und ja, im nächsten Part werden wir dann einfach mal weiterschauen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin als nächstes? Ja, die Nebenquest lassen wir jetzt erstmal. Als nächstes gehen wir dann zum aktuellen Einsatzziel. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich würde sagen, bis dahin. Tschaußen.